7 Achtzehntel und 7 Sechstel. Wenn wir die addieren wollen, müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden. Das heißt, wir brauchen eine Zahl, die sowohl durch 18 als auch durch 6 teilbar ist. Hier bietet sich die 18 an. Hier vorne müssen wir nichts machen, die 7 können wir stehen lassen. Wenn wir von 6 auf 18 erweitern, müssen wir mit 3 erweitern. Das heißt, wir müssen auch oben die 7 mal 3 rechnen und das sind 21. Wir kommen raus bei 28 Achtzehnteln und das können wir noch kürzen mit 2 zu 14 Neuntel. Gleiche Vorgehensweise, nur eben, dass wir subtrahieren. Wir brauchen wieder einen Nenner, der sowohl durch 6 als auch durch 8 teilbar ist. Da bietet sich diesmal die 24 an. Wenn ich von 6 auf 24 erweitere, muss ich mit 4 erweitern. Das heißt, ich muss auch oben mal 4 rechnen, das heißt 5 mal 4 sind 20. Wenn ich von 8 auf 24 erweitere, muss ich mit 3 erweitern. Das heißt, ich muss auch oben mal 3 rechnen, da komme ich raus bei 9 24stel. Und 20 minus 9, das sind 11 24stel. Und das ist unser Ergebnis. Ich multipliziere einen Bruch mit einer natürlichen Zahl, indem ich den Nenner beibehalte und die natürliche Zahl mit dem Zähler multipliziere. An dieser Stelle schaue ich, ob ich kürzen kann. Und ja, das geht, denn sowohl die 21 als auch die 28 sind durch 7 teilbar. 21 durch 7, das sind 3 und 28 durch 7, das sind 4. Im Zähler steht deswegen 3 mal 13, das sind 39, und im Nenner bleibt die 4 stehen. Unser Ergebnis ist 39 Viertel. Ich dividiere einen gemeinen Bruch durch eine natürliche Zahl, indem ich den Zähler beibehalte und den Nenner mit der natürlichen Zahl multipliziere. Auch hier schaue ich wieder, ob ich kürzen kann. Und ja, das geht, denn sowohl die 36 als auch die 9 sind durch 9 teilbar. 36 durch 9 ist 4, 9 durch 9 ist 1. Damit bleibt im Zähler stehen die 4 und im Nenner 17 mal 1, das ist 17, unser Ergebnis 4 Siebzehntel. 209,973 plus 793,44. Wir schreiben hier noch 0 hin, damit alle Stellen besetzt sind. 0 und 3 sind 3, 4 und 7 sind 11, schreibe 1, merke 1. 4 und 1 sind 5, 5 und 9 sind 14. Schreibe 4, merke 1. Wir sind an der Stelle angekommen, wo das Komma steht. Komma müssen wir setzen. 1 und 3 sind 4, 4 und 9 sind 13, schreibe 3, merke 1. 1 und 9 sind 10, schreibe 0, merke 1. 1 und 7 sind 8, 8 und 2 sind 10 und da schreiben wir die 10 hin. Unser Ergebnis 1003,413. 3030,03 minus 987,654. Wir ergänzen hier wieder eine 0, damit alle Stellen belegt sind. Von der 4 bis zur 10 fehlen 6. Ich merke 1. 1 und 5, das sind 6. Von der 6 bis zur 13 fehlen 7. Schreibe 7, merke 1. 1 und 6, das sind 7. Von der 7 bis zur 10 fehlen 3. Schreibe 3, merke 1. Wir sind an der Stelle mit dem Komma angekommen, setzen das Komma. 1 und 7 sind 8, von der 8 bis zur 10 fehlen 2, schreibe 2, merke 1. 1 und 8 sind 9, von der 9 bis zur 13 fehlen 4, schreibe 4, merke 1. 1 und 9 sind 10, von dort bis zur nächsten 0 fehlen 10, schreibe 0, merke 1. Und von der 1 bis zur 3 fehlen 2. Das Ergebnis 2042,376. 73 mal 4,091. 4 mal 3, das sind 12. Schreibe 2, merke 1. 4 mal 7 sind 28. 28 und 1 sind 29. 0 mal 3 sind 0. 0 mal 7 sind auch 0. 9 mal 3 sind 27. Schreibe 7, merke 2. 9 mal 7 sind 63. 63 und 2 sind wir bei 65. Und 1 mal 3 sind 3 und 1 mal 7 sind 7. Hier hinten bleibt stehen die 3, 7 und 7 sind 14, schreibe 4, merke 1, 1 und 5 sind 6, 6 und 2 sind 8, die 9 bleibt stehen und die 2 bleibt stehen. Und wir rücken das Komma um insgesamt 3 Stellen ein, weil auch hier oben 3 Nachkommastellen stehen.
Das Ergebnis 298,643. 223,314 geteilt durch 7. Wir fangen an hier vorne und schauen an, okay, 22. Wie oft passt die 7 in die 22? 3 mal. 3 mal 7 ist 21. 22 minus 21, 1 bleibt übrig. Wir ziehen die 3 nach unten. Wie oft passt die 7 in die 13? 1 mal. 1 mal 7 ist 7. 13 minus 7, da kommen wir raus bei 6. Wir ziehen die 3 nach unten. Und weil an dieser Stelle das Komma steht, müssen wir das Komma auch hier hinten setzen. Wie oft passt die 7 in die 63? 9 mal. 9 mal 7 sind 63. 63 minus 63 sind 0. Wir ziehen die 1 nach unten. Wie oft passt die 7 in die 1? Gar nicht. 0. 0 mal 7 sind 0. Und 1 minus 0 sind immer noch 1. Die 4 bleibt übrig, die ziehen wir noch nach unten. Wie oft passt die 7 in die 14? 2 mal. 2 mal 7 ist 14. 14 minus 14 sind 0. Unser Ergebnis 31,902. 42 von 49 Liter können wir wieder erstmal als Bruch schreiben. Und zwar sind das 42 49. Und diese Zahl können wir, diesen Bruch können wir kürzen. Und zwar mit 7. 42 durch 7, das sind 6. Und 49 durch 7, das sind 7. Also sind 42 Liter von 49 Liter 6 Siebentel. 7 Fünfzehntel von 225. Der Nenner gibt an, in wie viele Teile ein Ganzes zerlegt wird. Diese 525 Kilogramm werden in 15 Teile zerlegt. Und dann ist ein Teil 15 Kilogramm. Und der Zähler gibt an, wie viele Teile von diesem Ganzen, wie viele Teile dann genommen werden. Und zwar 7. Heißt also 7 mal 15 Kilogramm und das sind 105 Kilogramm. Heißt 7 Fünfzehntel von 225 Kilogramm sind 105 Kilogramm. Weiter geht's mit gemeinen Brüchen, Dezimalzahlen und Prozentsätzen. Ein Viertel, das habt ihr drauf, das sind 0,25. Und um auf den Prozentsatz zu kommen, das Komma 2 stellen nach rechts, sind wir bei 25%. 0,375, Komma 2 stellen nach rechts, sind 37,5%. Und das ist ein Wert, den wir uns merken sollten. Das sind 3 Achtel. 150%, ich setze das Komma 2 Stellen nach links, komme raus bei 1,5. Und 1,5, auch das solltet ihr euch merken, das sind 3 Halbe.